Ja, hallo, Servus, hier ist der Marco von der Treckergarage. Wir haben euch letztens ein Video gezeigt, mit dem Einbau einer Druckplatte und dem Werkzeug von HZ zum Zentrieren der Kupplungsscheibe. Wir haben noch ein zweites Werkzeug im Programm, das ist von SW Stahl. Das, was wir euch gezeigt haben, war eine Ausführung für Fahrzeuge ohne ein Pilotlager. Und dieses Werkzeug ist für Fahrzeuge mit Pilotlager zum Zentrieren der Kupplungsscheibe. Das wollen wir euch jetzt in einem kurzen Video geschwind erklären. So, das sind die zwei Werkzeuge, die wir hier zur Verfügung haben, die in dem Satz mitgeliefert werden von SW Stahl. Wir haben einmal das Werkzeug in kleiner Ausführung für Kupplungsscheiben mit einem Narbenprofil von 15 bis 18 mm Innendurchmesser. Und dann haben wir das große Werkzeug für Kupplungsscheiben mit einem Narbendurchmesser von 20 bis 26,6 mm. Für unseren Fall brauchen wir das große Werkzeug, denn wir haben eine Kupplungsscheibe, ich glaube, mit dem Innenmaß von 23 mm. Ja, wie im vorhergehenden Video zum allgemeinen Einbau von einer Kupplung in einen Schwungrad schon beschrieben, haben wir hier die Flywheel-Side. Das heißt so viel wie Schwungradseite und kommt immer in Richtung des Schwungrades ein, wenn die Kupplungsscheibe sich anschaut. Flywheel-Side ist schwungradseitig. Von dieser Seite kommt dann die Antriebswelle durch und die Druckplatte drauf. Bei dem Werkzeug von SW Stahl funktioniert es relativ einfach. Man führt den Don ganz durch. Hinten, bis man mit dem Konus in Pilotlager sitzt, kann man ruhig ein bisschen drücken. Man hält es und schraubt einfach diese Schraube von hinten hinein. Und somit zentriert das Werkzeug die Kupplungsscheibe fast von selbst. Ich kann es nochmal zeigen, wenn man mit der Kamera vielleicht von hier mal filmt. Die Kupplungsscheibe liegt drin. Ich drücke das Werkzeug an. Und beim Drehen sieht man, wie der Spalt oder wie sich die Kupplungsscheibe in der Schwungscheibe zentriert. Das liegt daran, dass sich diese Plastiknoppen nach außen drücken, sich zentrieren und somit natürlich durch den Druck, den ich auf das Pilotlager ausübe, selbst zentriert. Genau, jetzt haben wir das soweit zentriert. In meinem Fall kann ich das jetzt einfach stehen lassen, weil die Schwungmasse ein bisschen schräg steht. In Ihrem Fall, wenn er am Schlepper montiert ist, müssen Sie das festhalten, sonst fällt Ihnen die Kupplungsscheibe wieder herunter. Dann geht man her und setzt die Druckplatte drauf und fängt an, wie im vorhergehenden Video schon beschrieben, die Druckplatte anzuschrauben. Wir ziehen dann die Schrauben wieder über Kreuz an. Mit einem Drehmoment, in dem Fall mit 30 Newtonmeter. So, ich gehe mal her, nehme die Nuss von der Rätsche und ziehe alle Schrauben mal handfest ordentlich an. Hier kann auch nichts passieren, dass sich irgendwas verzieht. Und so viel Kraft habe ich nun auch wieder nicht auf den Fingern. So, und dann kann man anfangen, wenn man nur einen großen Drehmoment hat wie wir. Kann man gerne mit der kleinen Rätsche vorarbeiten und wieder kreuzförmig anziehen. Stück für Stück. Und hier merkt man schon, dass wieder eine Einbauhilfe herausgefallen ist, die man danach natürlich auf jeden Fall aus der Druckplatte entfernen muss. In dem Fall haben wir drei Heberahme und somit drei Einbauhilfen. So, jetzt sind alle Schrauben schon mal
angesetzt, kreuzförmig. Und jetzt kann man mit dem Drehmoment weiterarbeiten. Voreinstellen, schauen Sie sich das vorherige Video nochmal an. Dort habe ich erklärt, wie man herausfindet, mit welchem Drehmoment man die Schrauben anziehen sollte. Hier ist es auch wieder wichtig, dass wir kreuzförmig arbeiten. Nachdem ich alle angezogen habe, gehe ich noch einmal komplett rum. Es kann immer mal sein, dass man eine vergessen hat. Das wäre natürlich nicht schön. So, wenn wir die Druckplatte eingebaut haben, löst man das Werkzeug. Und wir haben hier in dem Fall jetzt keine Möglichkeit, euch zu zeigen, dass es passt, indem man den Traktor zusammenschiebt, sondern wir haben von einem Kramer Kara 15 noch eine Antriebswelle übrig, wo man euch zeigen kann, dass es mit dem Zentrieren auch wirklich funktioniert hat. Da muss man erstmal die Verzahnung finden. So, und Sie sehen, es spurt hinten schön in das Pilotlager ein. Ja, wenn euch das kleine Video über das Kupplungszentrierwerkzeug von SW Stahl gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen oben. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen. Bis bald. Tschüss.